Emergency. Lean forward. Heads down. Ich muss das Ganze wissen und ich muss es 5-mal hintereinander sagen können, ohne nochmal zu überlegen, okay, muss ich jetzt erstmal die Gurte abschnallen oder muss ich jetzt die Schwimmweste anziehen, sondern das muss alles im Kopf sein und dann einfach rausschießen und die Gäste raus aus dem Flieger und evakuieren. Sicher sein und schnell handeln, darum geht es beim Cabin-Training der TUI Fly. Im Flugzeugsimulator Mock-Up können die angehenden Stewardessen die Theorie direkt in die Praxis umsetzen. In 90 Sekunden müssen alle Passagiere durch die Hälfte der Ausgänge evakuiert werden. Frau Riemann, sehr gut. Danke. War das jetzt? Ja, war ganz gut. Wir haben es ja geübt gehabt, insofern, das hat man jetzt irgendwann mal wirklich drin. Ich glaube, jede von uns kann das jetzt im Schlaf mittlerweile auswendig und kann auch wirklich einen Flieger hundertprozentig evakuieren. Von einer Extremsituation in die nächste. In der Ausbildung zum Flugbegleiter werden die Kursteilnehmer in 6,5 Wochen auf alle Notfälle vorbereitet. Wie zum Beispiel ein plötzlich auftretendes Feuer an Bord. Ausbildungsleiter Tim Franke erklärt genau, worauf dabei zu achten ist. Das ist das erste Mal, dass sie so ein Feuer löschen. Und dann ist man natürlich immer sehr aufgeregt und möchte das Feuer unbedingt auskriegen, am liebsten auspusten durch die Maske. Und das geht natürlich nicht. Also die müssen schon den richtigen Abstand halten. Das ist eigentlich so der Fehler, der am häufigsten auftritt, dass sie einfach zu nah rangehen an das Feuer. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ein Feuer, zumindest ein Feuer, was wir nicht auskriegen. Nach der Hitze geht es ins Kühle nass. Denn die Stewardessen müssen in jedem Element zurechtkommen. Auch bei einer Notwasserung. Hier raus schnell, Schwimmweste aufblasen, springen! Hier raus schnell, Schwimmweste aufblasen, springen! Ein rauer Ton ist dabei unumgänglich. Komm this way! Jetzt mit Landwest jump! Schwimmweste aufblasen! Hier machen wir jetzt unser Sea Survival Training, das sogenannte. Das beinhaltet mehrere Faktoren. Zum einen das Schwimmwestentraining, was wir jetzt hier gerade sehen. Die müssen sich gegenseitig so hin und her schleppen im Wasser, das müssen sie trainieren. Die werden gleich noch die Schwimmwesten einmal abnehmen im Wasser, die Luft rauslassen, das Trainieren wieder anzulegen und aufzublasen im Wasser. Im späteren Verlauf werden die dann noch auf den Turm gehen, um zu simulieren, so ein untergehendes Flugzeug, die Höhe dann und dann von dort aus ins Wasser zu springen. Und zum Schluss werden wir auf die Rettungsinsel gehen, da müssen die dann das Dach aufbauen und so ein paar Sea Survival Übungen noch machen. Das Dach hält. Doch plötzlich Mann über Bord. Jetzt alles richtig machen. Doch die Auszubildenden wissen genau, was zu tun ist. Mit den richtigen Handgriffen ist der in Seenot geratene Passagier schnell aus dem Wasser gezogen. Gerettet. Ohne Rettungsinsel sieht das Ganze dann so aus. Es wird eine große Fläche gebildet, um Haiangriffe abzuwehren. Das Fazit. Oh, anstrengend, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wer nun auch Lust bekommen hat, Flugbegleiter zu werden, mindestens 18 Jahre und 1,62 groß ist, die TUI Fly bildet im Jahr ca. 180 Flugbegleiter aus.